Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf dem Zweitkanal. Ja, I know, was die anderen Projekte angeht. Ihr solltet es aber mittlerweile gewöhnt sein. Okay, Animal Crossing New Leaf Welcome Amiibo Edition wird gezockt. Ich plane ein Langzeitprojekt an. Ihr wisst, wie es bei mir bei Langzeitprojekten ist. 10 Parts. Danach war es das. Nein, ich habe meine alte Stadt gelöscht. Ich habe ja schon in einem, ich glaube in der Animal Crossing Direct von vor etlichen Monaten erzählt, dass ich New Leaf gezockt und gesuchtet habe, wie bis zum geht nicht mehr. Wir werden jetzt eine neue Stadt machen. Einen komplett neuen Spielstand. Das wird epic. Ja, ich habe mir hier dieses kleine, ja, kleine mehr recht als schlechte Layout hier gemacht. Und der Platz unten, seid gewarnt, da kommt noch was. Huch, Entschuldigung, ich habe da mal eine Frage. Es ist genau 17.26 Uhr am 11. Mai 21, oder? Nicht ganz. Falsch? Oh, war ja, wie viel ist das denn wirklich und welchen Tag haben wir überhaupt? Du bist ziemlich verplant, you know? Und ich bin wieder, ich spiele weiterhin mit meinem schönen Lego-Teil als fucking DS-Stift, weil ich kein DS-Stift habe, kein originalen. Ja, also es ist sich, Datum und alles stimmt, nur die Uhrzeit war halt ein bisschen daneben. Es ist 18.27, ansonsten liegst du absolut richtig. Es ist also 18.27 am 11. Mai 22. Gebonkt. Jo. Das stimmt jetzt aber, oder? Ja doch, garantiert. Danke, ich sollte meiner Uhr mal eine neue Batterie verpassen. Olli. Darf ich? Kennt man auch, ich weiß nicht. Kam mir hier das erste Mal vor? Nein, ich glaube tatsächlich in Let's Go to the City hätte ich gedacht, dass er da das erste Mal vorkommt. Also, was ich, Moment mal, wie heißt du denn eigentlich? Ja, wie immer. Das ist ultra scheiße, mit dem Ding zu tippen. Mono. Ah, hallo Mono, du hast ja einen ganz tollen Namen, ganz ehrlich. Cool, ne? Ja, das ist die Sache. Damals, ich weiß nicht, ob das heute noch... Nee. Damals war das so, da musst du eine von den beiden Sachen anklicken, je nachdem, ob du dann einen männlichen Charakter spielen willst oder einen weiblichen. Ja, ja, sein perfekter... Also, nee, sein männlicher Name passt perfekt zu einem echten Kerl wie dir. Oh, danke. Finde ich auch. Also, Mono, wo sollst du denn heute hingehen? Er ist aber auch so ein Creep, ne? Spricht mich hier einfach an, Alter. Wer ist die Stadt? Man kennt es. So habe ich meine erste Stadt auch genannt. Hier auf diesem, auf dem ersten Spielstand, den ich hatte. Und ihr müsst es mittlerweile wissen, so nenne ich nämlich jede Stadt in irgendeinem RPG oder in irgendeinem Simulator, wenn ich die Wahl habe. Nicht L. Nämlich Ozara. Keine Ahnung, wie ich damals auf den Namen gekommen bin mit, keine Ahnung, 12, 13. Aber so nenne ich meine Städte. Nach Ozara? Richtig. Ozara, nie gehört. Wo das wohl liegt, ist nicht sehr bekannt. Ach ja, klar, die Karte. Wenn es an dieser Bahn liegt, ihr liegt, dann ist das hier vielleicht Ozara? Ja gut, okay. Ist das ein gutes Stadtlayout? Ach, scheiß drauf, wir nehmen's. Wir nehmen es! Ah, das ist also Ozara. Es war mal was anderes. Also, fährst du denn oft nach Ozara? Ich war noch nie da. Du fährst halt zum ersten Mal hin. Wie aufregend. Warum denn, wenn ich fragen darf? Ich zieh um. Was? Echt? Oh, wie spannend. Aber wenn du zum ersten Mal hinfährst, dann weißt du doch noch gar nicht, wo du wohnen wirst. Ja, ich finde schon was. Keine Sorge. Einfach hinfahren und dann mal sehen. Dieser Mut gefällt mir. Vorher planen ist ja auch langweilig. Du wirst bestimmt ein hübsches Häuschen finden und in der Stadt wunderbar zurechtkommen. Alter, die Augen von ihm, die irritieren mich. Nächster halt, Ozara.
Türen bitte nach Stillstand des Zuges öffnen. Oh, ich glaube, wir sind gleich in Ozara angekommen. Ey, diese Situation hier erinnert mich voll daran, wenn ich jeden Tag zur Arbeit fahre. Auch jedes Mal eine halbe Stunde mit Zug. Ich liebe es. Oh, ich glaube, dass wir gleich in Ozara ankommen werden. Es war nett, mal mit dir zu quatschen. Ich hatte lange nicht mehr so viel Spaß bei einer Zugfahrt. Jetzt muss ich mich aufmachen, bis der Nächste dieses Spiel spielt. Also dann, mach's gut, Mono. Okay. Ich habe euch da oben übrigens noch den Touchscreen eingeblendet, auch wenn das, glaube ich, eher nebensächliche Infos sein werden. Aber sollte passen. Oh, okay. Nice. Wir haben einen absoluten Standardbewohner bekommen. Das ist je nachdem, wie man hier nämlich die Fragen beantwortet, bekommt man einen anderen Bewohner. Übrigens, ich werde in dem Spiel viel spoilern. Für die, die es nicht wussten. Hey, seht mal, wer da gerade aus dem Zug gestiegen ist. Aber ich hasse die Bewohner. Wer ist? Ist doch peinlich, hier einfach rumzustehen. Sag doch mal jemand was. Nur nicht so schüchtern, ihr Lieben. Jetzt ist es Zeit für die Begrüßung, die wir eingeübt haben. Auf geht's! Im Namen aller Einwohner von Ozara heißen wir dich herzlich willkommen! Und auch hier ein Charakter, der in diesem Spiel erst eingeführt wurde. Und der Cool-Status erreicht hat. Bei ganz Nintendo. Lieber Herr Bürgermeister, wir sind so froh, dass du endlich angekommen bist. Bürgermeister? Ich? Ja, du. Wieso? Ach so, das war nur ein Scherz von dir. Du bist mir ja ein Spaßvogel, aber gut, Humor kann einem Bürgermeister nicht schaden. Wir wissen nämlich genau, dass du der neue Bürgermeister sein musst. Richtig, hast du uns Bescheid gesagt, dass du mit diesem Zug ankommen würdest. Hat Olli da was organisiert? Ist das ein Traum? Nein, das ist kein Traum. Du kriegst doch jetzt nicht etwa kalte Füße. Keine Sorge, alles läuft nach Plan. Aber als neuer Bürgermeister darf man ruhig etwas nervös sein. Okay. Am besten setzen wir das Gespräch einfach im Rathaus fort. Hier ist eine Karte von Ozara zu deiner Orientierung, Bürgermeister Mono. Okay, sofort in die neue Rolle geworfen. Das, was da so blinkt, ist das Rathaus. Gehen wir erst einmal zusammen dorthin, ja? Und das sind unsere Bewohner. Nicht alle? Also, schauen wir erstmal. Der fuck bist du? Alter, deine Augen. Willkommen in Ozara. Ich bin ganz aufgeregt, seit ich weiß, dass wir einen neuen Bürgermeister bekommen. Ich bin mal gespannt, wie sich Ozara unter deiner Leitung verändern wird. Ja, mal gucken. Hoffentlich treffen wir uns wieder, wenn du erst mal alles im Rathaus erledigt hast. Alter, die Augen von ihr, sie sieht so tot aus. Oh nein. Dich mobb ich aus der Stadt, Alter. Bürgermeister Mono, willkommen in Ozara. Wir sind froh, dass du hier bist. Du bist bestimmt der perfekte Bürgermeister für Ozara. Du könntest zum Beispiel eine schöne Turnhalle bauen und ein... Oh, ich sollte nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Du bist nur so... ich bin nur so aufgeregt, dass du endlich hier bist. Ich habe noch zu tun, aber wir können uns gerne später unterhalten. Gäser. Okay. Ich bin gespannt, wie die einzelnen Charakterzüge der Bewohner sind, aber anscheinend haben wir hier nur alte Säcke. Sinan. Ja, Herr Bürgermeister, meinst du, du kannst dich mit uns anfreunden? Mach dir keine falschen Hoffnungen, hier ist wirklich echt nicht viel los. Okay. Tja, wenn du dich hier als Bürgermeister geschickt anstellst, ändert sich ja vielleicht irgendwas an dieser lähmen Stadt. In diesem Sinne, ab zum Rathaus mit dir, wir laufen uns bestimmt später wieder über den Weg. Okay, ich mag es, wir haben nur so alte Säcke in der Stadt. Man kann sich auf Steine hinsetzen? Das wusste ich nicht. Okay, cool. Du kannst auf Steine hinsetzen. Okay, das Rathaus. Was haben wir? Nice. Erstmal nahe ins A-Frucht. Ich glaube, man hat immer in der Anfangsstadt, immer wenn man zuerst in der Stadt kommt, irgendwo eine 1A-Frucht hängen. Und wir haben Pfirsiche. Die machen wir zu Geld. Ja, was haben wir noch für Bewohner? Können wir mal drauf tippen? Marga?
Sinan, Sonja, Mausbert, Minka. Was übrigens mein Dauerprojekt sein wird in diesem Spiel, das habe ich noch nicht erzählt. Ich möchte eine Katzenstadt bauen. Und ja, ich weiß, dass es zum Großteil geht. Ich glaube nicht, dass man, glaube ich, jeden Bewohner durch eine Katze ersetzen kann. Aber mein Langzeitprojekt wird... Okay. Werden, dass wir eine Katzenstadt bekommen. Also wird vielleicht in der Zeit ein bisschen lame, wenn wir noch Katzen in der Stadt rumlaufen sehen. Aber das ist mein großer Traum. Und ich werde so gut es geht versuchen, ihn zu verwirklichen. Das heißt, jeder Bewohner, der nicht absolut in die Stadt passt, der mir nicht absolut sympathisch ist und keine Katze ist, wird rausgemobbt. Aber erstmal jetzt ins Rathaus. Oh Gott, es könnte auch mal einen neuen Anstrich vertragen. Für dich als Bürgermeister ist das Rathaus sozusagen die Schaltzentrale. Oh, ich habe ja noch gar nicht erwähnt, dass ich auch zum Personal gehöre. Ich bin Melinda, deine Sekretärin. Ich werde dich bei deiner Arbeit unterstützen, so gut ich kann. Aber um ehrlich zu sein, bin ich schon überrascht, wie jung unser neuer Bürgermeister ist. Unser ehemaliger Bürgermeister hat den Job viele Jahre lang bis ins hohe Alter gemacht. Ja, Turtle, Alter. Aber die Jugend bringt neuen Schwung und neue Ideen. Genau das, was unsere schöne Stadt braucht. Deshalb bist du die perfekte Besetzung für diese Stelle. Deutsch. Ich kann's nicht. Nun gut, jetzt müssen wir dich nur noch offiziell als Einwohner von Ozara anmelden. Als allererstes brauchen wir deinen Namen, Herr Bürgermeister. Ach ja, Mono natürlich. Tut mir leid, aber ich bin im Moment etwas durch den Wind. Kein Wunder bei der ganzen Aufregung. Nee, Mono ist auch ein Name, den hört man nicht jeden Tag. Ist also okay. Oh nein! Ich kann nicht glauben, dass ich so etwas Wichtiges vergessen konnte. Du brauchst ja noch eine Adresse, damit wir dich anmelden können. Wie erklären wir dir das jetzt am besten? Ich habe keine Bleibe. Ich penne hier auf der Couch im Rathaus. Du hast doch gar kein eigenes Zuhause, oder? Oh, sie weiß es schon. In diesem Fall müssen wir natürlich erstmal entscheiden, wo du dein neues Haus bauen lassen willst. Das heißt, ich habe dich umsonst den ganzen Weg zum Rathaus kommen lassen. Tut mir leid. Ist okay. Auf der anderen Seite der Gleise ist die Einkaufsmeile. Dort findest du das Immobilienbüro Immonok. Sieh am besten einfach auf deiner Karte nach. Siehst du die Bahngleise im Norden? Und wenn du die überquerst, gelangst du zur Einkaufsmeile. Die besten Sache des ganzen Games, Alter. Die Einkaufsmeile. Ich habe jetzt leider einige Formalitäten zu erledigen. Macht es dir etwas aus, alleine zu gehen? Ich bereite inzwischen alles für deine Anmeldung vor. Komm einfach zurück, sobald du eine Unterkunft gefunden hast. Yo! Ja, ich bin sehr erstaunt und sehr erfreut darüber, dass wir einen normalen Stadtbewohner bekommen haben und nicht irgendeinen weirden. Bei meinem ersten Durchspielen hatte ich einen, der da so Kreuze und so Streifen unterm Auge hatte, das sah ultra creepy aus, je nachdem, wie ich halt geantwortet habe. Und ja, mal gucken, wir können ja mal ein bisschen gucken, wie unsere Stadt aussieht. Ich komme nicht drauf klar, dass man sich auf Steine setzen kann, das wusste ich nicht. Was ist das hier? Das ist der Wohnmobilplatz von Ozara. Ach, der ist noch nicht offen, okay. Ja, das Spiel ist im Vergleich zu, ich weiß jetzt nicht, wie New Horizons jetzt ist. Aber ich habe das Spiel hier schon in den Himmel gelobt, damals, als ich die Direct gesehen habe. Und New Horizons, ja, hatte ja viel weniger Content wie New Leaf anfangs und auch später. Ich denke, jetzt könnte man sagen, dass es auf einem Level ist, auch durch den DLC und so. Hallo Sonja, du mit deinen toten Augen. Weißt du schon, wo du hier unterkommen kannst? Wenn nicht, dann geh doch mal bei Immonok auf der Einkaufsmeile vorbei. Oh, ich dachte, sie sagt jetzt so, oh, da kannst du bei mir pennen, die ersten zwei Nächte. Oh. Okay, ab zur Einkaufsmeile. Ja, schauen wir uns das mal an. Ja, hier ist nicht viel los, eher ein paar Ecke, um ein paar Sachen zu verticken. Ne, so sieht das aus. Übrigens, der Fakt, warum es jetzt abends ist, Arbeit. Ihr habt die Uhrzeit gesehen, ihr habt gesehen, wann ich den Kram hier aufnehme. Also groß mit einkaufen und weiß ich nicht, was ist heute nicht mehr. Sorry. Deswegen Immonok. Was geht? Hereinspaziert. Willkommen, willkommen. Du musst der neue Bürgermeister sein, hm? Melinda hat mir gesagt, dass du vorbeikommen würdest.
Ich darf dich im Namen der Einkaufsmeile von Ozara herzlich willkommen heißen. Du bist ja, weil du auf der Suche nach einem Zuhause bist, ja? Ich bin dein fucking Bürgermeister. Also, du verkaufst ja nicht irgendwem eine Bleibe, okay? Also hast du dich entschieden, wo du wohnen willst? Ja, klar. Dann sind wir ja so gut wie fertig. Ich führe mich einfach dahin, wo ich dein Zuhause bauen soll, Mono. Okay. Suchen wir uns mal eine Bleibe. Warte doch bitte. Oh, ist ja gut. Also, ich hab das Stadtle... Ich hab mich... Hey, was geht? Du hast ein schönes Stück Land, auf dem du dir ein Haus bauen kannst? Keine leichte Aufgabe. Wieso suchst du denn nicht was in meiner Nähe? Es wäre doch prima, wenn wir uns täglich sehen würden. Ja, das ist die Sache. Du kannst halt schön neben die Bewohner ziehen, ein paar Meter weg und halt dich jeden Tag damit unterhalten, können auch vorbeikommen. Das ist alles ziemlich cool. Also, New Leaf ist so ein geniales Spiel, wenn man mal überlegt. Aber ich will eins auf der anderen Seite. Ich will eins da drüben. Möglichst vielleicht was in Meeresnähe, irgendwo da hinten. Oh, ist das... keine Fallen. Sehr gut. Hier ist das Tauschding. Die Tauschbörse, aber dazu kommen wir später. Würde ich sagen, ja, wir bauen uns das mal ganz am Ende der Stadt, ganz weit weg von den anderen. Aber da hier hinter eh nie was kommt, können wir auch genauso gut unsere Bleibe hinzimmern. Fässern kann ich dein Haus nicht bauen. Such dir lieber einen anderen Ort. Ah, stimmt. Erweiterung. Ja? Geht das? Ah, ist ja gut, Alter. Ich hab's verstanden. Hier, das ist doch eine Riesenfläche. Hä? Ach, jetzt liegt's am Felsen? Ja klar, mein Freund. Hier. Was hast du dir diesmal für eine Ausrede einfallen lassen? Ah. Ist direkt am Fluss gelegen, also gute Lage für Naturfreunde und Hobbyangler. Eben hast du gesagt, dass es ein Problem wäre. Willst du mich verarschen? Müssen alle Bäume, Blumen und vergrabene Gegenstände aus dem Weg kommen, um hier zu bauen. Wenn es für dich in Ordnung ist, können wir gleich anfangen. Einiges berechnen wir dir dafür 30.000 extra. So gut, schauen wir mal. Dein Haus wird ungefähr so aussehen. Absolut am Ende der Stadt. Hier will ich wohnen. Dann ist das jetzt beschlossene Sache. Es wird ein bisschen dauern, bis dein Haus fertig ist, aber den Bauplatz reserviere ich dir schon mal. Ja, ja. Ah, okay. Und hiermit gehört dieses Grundstück offiziell dir, Mono. Da wäre also der Preis für das Grundstück. Jetzt kommt er zum Geld. Dazu kommen das Material, die Baukosten, Steuern, Nebenrechnungen, ja... Ne, weiß ich nicht, Grundstückskram, ja. Ich muss das erst nochmal durchrechnen, aber ich sag dir, das wird teuer. Du bist wahrscheinlich sowieso erstmal beschäftigt, schließlich bist du gerade erst umgezogen. Komm einfach in mein Büro vorbei, sobald du dich um alles andere gekümmert hast. Du brauchst wahrscheinlich noch einen Schlafplatz, ne? Kurz einen Moment. Fick dich. Tada, ich leihe dir dieses Zelt, damit du heute Nacht daran schlafen kannst. Ich habe dir sogar schon einen Briefkasten aufgestellt, auch wenn er ein bisschen schäbig aussieht. Zelt mit Briefkasten sieht man selten, oder? Ja. Also hier trennen sich vorerst unsere Wege. Ich muss zurück in mein Büro. Und du musst jetzt sicherlich erstmal zurück ins Rathaus, ne? Jetzt, da du ein neues Zuhause hast, kannst du dich mit Melinda um deine Anmeldung kümmern. Ich bearbeite inzwischen deine Rechnung, also komm doch später mal in meinem Büro vorbei. Ne? Danke für dein Vertrauen, ich weiß das wirklich zu schätzen. Er ist der größte Immobilien-Mogul und Abzocker in der Geschichte. Ganz Animal Crossing. Aber er macht's auch schon von Anfang an. Ja, ansonsten... Ich bin nicht enttäuscht von meiner Stadt. Also, das Layout ist ganz okay, ist mal was anderes. Pfirsiche, damit kann ich leben. Sammeln wir mal ein paar Muscheln. Wir müssen alles einsammeln, um das später möglichst schnell zu Geld machen zu können. Wenn wir den ganzen Kack abbezahlen... Aber ja, ich plane ein größeres Animal Crossing-Projekt ein. Das kann ich schon mal sagen, weil das ist kein Spiel, was man in
20 Parts abgehandelt hat, auf keinen Fall. Aber ich merke schon nebenbei, ich werde ein bisschen krank. Ah, shit. So, wie viel Inventarplatz haben wir? Oh ja, klar, super. Na gut, einen Platz lassen wir uns mal. Wir müssen ja auch noch... Vielleicht kriegen wir irgendwas ins Inventar oder so. Das wird schön. Das wird gemütlich. Die ganzen Feiertage, alles zu erleben. Die ganze Stadt, die Wetterumschwünge. Die Bewohner und alles. Ich habe sogar einen Bewohner fest in Planung, der die nächsten Tage... Wenn es denn geht, werden wir mal sehen, wer uns einziehen wird. Das wird nämlich ganz schön. Das kann ich dann nämlich selber bestimmen, dank Amiibo. Ah, Rathaus, Rathaus, Rathaus. Stimmt ja. Wohnung, Anmeldung. So, machen wir noch den ganzen... Ich würde sagen, heute machen wir noch den ganzen... das ganzen formellen Kram, so mit der Anmeldung und alles. Schauen uns mal kurz das Layout der Stadt an und beim nächsten Mal geben wir uns dann den Rest. Oh, Bürgermeister Mono, du bist zurück. Und hast du den perfekten Ort für dein Zuhause gefunden? Ja. Das freut mich zu hören. Dann hoffe ich mal, dass dein Haus schon bald fertiggestellt ist. Was waren die anderen Optionen? Perfekt, aber, stand da. Wahrscheinlich wegen den Kosten. In einem Zelt zu wohnen, kann auf Dauer ziemlich anstrengend sein. Was deine Anmeldung betrifft, ist alles vorbereitet. Ich bräuchte aber eine weitere Angabe von dir. Wann ist dein Geburtstag? Hat sich das Spiel gemerkt? Sehr gut. 1.10. Richtig. Vielen Dank. Hier, bitte, bitte. Da, 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 da. Personalausweis erhalten. Das ist dein ganz persönlicher Bürgerpass. Daran kannst du beweisen, dass du in Ozara wohnst. Der Bürgerpass wird ständig aktualisiert und zeigt deine neuesten Profildaten an. Berühre das Zeichen auf dem Touchscreen, um dir genauer anzusehen. Mit ihm kannst du jederzeit andere Städte besuchen. Oh, das ist praktisch. Mit deinem Bürgerpass hast du beispielsweise Initiativen immer im Blick. Teilnahme an Initiativen bringt dir Coupons ein, die du später für praktische Dinge einlösen kannst. Weiteres hierzu kannst du nachher in deinem Bürgerpass nachlesen. Also gut, damit wäre das erstmal soweit erledigt. Jetzt möchte ich dich noch bitten, an einer kleinen Feier anlässlich deiner Ankunft teilzunehmen. Möchtest du doch mal bitte auf einen Blick auf die Karte auf dem Touchscreen. Okay. Dort mit dem X ist der Festplatz. Dort finden ab und zu besondere Veranstaltungen statt. Wir möchten, dass du auf dem Festplatz einen Baum als Symbol für unsere Stadt pflanzt. Oh, stimmt. Ich würde dich jeden Folge mehr einfach. Oh, das ist cool. Oh. Das sind unsere Bewohner. Ja, es geht schlimmer, ne? Alles klar. Bitte nimm dieses Bäumchen. Gut, mit A pflanzt das Bäumchen ein. Das wird dein erster großer Akt als... was das? Wird dein erster großer Akt der Bürgermeisterlichkeit. Puh. Am 11. Mai 22 ist Bürgermeister Mono in Ozara angekommen. Wow. Das ist cool. Gute Arbeit, Bürgermeister Mono. Hoffentlich wird dieses Bäumchen genauso wachsen und gedeihen wie Ozara. Wir sind alle gespannt, wie sich Ozara mit dir als Bürgermeister entwickeln wird. Alles klar. Das Bäumchen ist eingepflanzt, gönnt jetzt erstmal ein bisschen Ruhe, Herr Bürgermeister. Nee, ich muss schuften gehen, ich muss doch abbezahlen. Ich sollte jetzt zurück ins Rathaus, ich habe noch einiges zu erledigen. Sieh dich doch mal ein bisschen in der Stadt um und stell dich deinen Nachbarn vor. Falls du etwas in Ozara nicht verstehst oder nicht weißt, was du tun sollst, keine Sorge. Du kannst mich im Rathaus immer nach Ratschlägen fragen. Bis dann. Oh, das ist so cool. Ein komplett neues Leben. Oh. Speichervorgang. Okay. Es war natürlich, obwohl ich sagen muss, es waren ziemlich harte
Kannst du sofort speichern, das Spiel jetzt beenden. Wenn du das Spiel beenden möchtest, drücke Start und wähle dann Speichern und Beenden. Es war eine ziemlich harte Akte der Überwindung, meine alte Stadt zu löschen vor der Aufnahme. Das war nicht leicht. Allerdings muss man sagen, dass ich meine alte Stadt seit einem Jahr nicht mehr angeguckt habe. Das heißt, viele Bewohner, auch viele Bewohner, die ich mochte, werden wahrscheinlich eh schon längst weggezogen. Und ja, das wäre sad gewesen. Aber wir haben jetzt einen Katzenbewohner. No, wir haben eine komplett neue Stadt. Ist mir also egal. Hallo. Alter, die Melodie von ihr. Hoho, Herr Bürgermeister, ich bin's, Minka. Du sahst heute so cool aus, als du den Baum gepflanzt hast. Zudem ist auf dem Festplatz... Was? Zudem... Jedem. Deutsch. Ah. Jedem auf dem Festplatz war klar, dass du ein absolut verlässlicher Bürgermeister sein wirst. Mit deiner Hilfe werden wir aus Ozarain eine total angesagte Stadt machen. Dann wird jeder bei uns wohnen wollen. Mauzi. Was hat sie denn für Bude, für Inventar? Sie hat voll das Gartenfeeling, ne? Da hinten auch ein Grill. Cool. Hey, du, brauchst du irgendwas oder liegt was an? Ja, mir ist langweilig. Ich hoffe ja, dass du deine Stadt liebst, Herr Bürgermeister. Deine Stadt ist nämlich wie ein kleines, süßes Küken. Wenn du dich gut um es kümmerst, wird sie größer und größer und immer mehr Leute ziehen hierher. Das einst so kleine Küken wächst zum größten und fluffigsten Huhn überhaupt heran. Ja, kack, kack, kack. Moment. Ah, zu schnell vorgedrückt. Ach ja, sieh zu, dass du alle Einwohner der Stadt besuchst. Wenn du aber doch irgendwann mal nicht weiter weißt, dann quatsch am besten Melinda am Rathaus an. Sie hat garantiert ein paar coole Ratschläge über das Leben hier in der Stadt für dich. Okay. Dann würde ich tatsächlich sagen, war's das erstmal mit der ersten Folge von Animal Crossing. Wir haben eine coole neue Stadt, wir haben Ozara, wir haben tolle Bewohner, grumpy alte Bewohner, die wahrscheinlich als Veteran seit 50 Jahren hier in der Stadt wohnen. Hinweise zur Benutzung. Schreiben, neue Nachricht verfassen, löschen, Nachricht entfernen, schließen, lesen, beenden. Ja, verständlich. Ansonsten ziemlich cool. Wir haben Pfirsiche, wir haben schon volles Inventar, wir werden viel verkaufen, ich werde versuchen, das ganze Tutorial-Kram so schnell es geht zu überspringen. Das war eher in die cooleren Sachen des Spiels kommen. Ja. Das war Animal Crossing New Leaf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.